Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mineboar. Und wie ihr seht, ist der gute Savadavi auf dem Server. Und, ja. Ich weiß nicht, wie das so richtig hier funktioniert, ne? Das soll hier blau. Blau bis orange. Ich verstehe das nicht so ganz. Der gibt aber seine Energie ab. Hier auch. Okay, ich lasse es jetzt einfach mal hier so. Gut, dann haben wir hier schon mal 5 weitere. Okay, können wir uns noch einmal hier, können wir uns noch einmal weiter Gunpowder machen. Beziehungsweise die Vorstufe davon. So, ah ne, Quatsch, das, ne, so nicht. Hihi. Gunpowder. Und dann machen wir uns heute mal die P90, würde ich sagen. So, dann haben wir nochmal 10 weitere Gunpowder. Sehr nice. Und gut. Wir haben jetzt schon theoretisch 2 Waffen. Also einmal hier unsere MP5, die ich jetzt hier auch mal auf die 1 lege. Und unsere M16A1. Und verbote ich das mal. Okay. Da kriegen wir gleich nochmal ein bisschen was. Aber ich würde mal sagen, heute machen wir uns die P90. Gestern haben wir uns ja relativ viele Waffen gecraftet. Heute machen wir gleich damit weiter. Allerdings brauche ich noch ein bisschen Fiberglass. Und am besten hier noch ein bisschen. Ah, perfekt. Gut. Dann brauchen wir am besten noch die Sniper, ne? Die hier. Weil dafür haben wir gerade derzeit kein Glas. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns mal hier. Brauche ich hier nochmal ein bisschen Gunpowder, um wenigstens mal ein Magazin kaufen zu können, beziehungsweise holen wir dann gleich das hier. Aber draußen ist die Spinne. Sehr gut. Mache ich hier nochmal ein bisschen Gunpowder. So. Das lasse ich ja alles nochmal durchbrennen. So, dann habe ich schon mal 10 Gunpowder. Und jetzt können wir uns auch schon eine P90 machen. Und ein Magazin dazu. Sehr, sehr nice. Gut, aber was ist denn eine P90 ohne Red Dot Visier? Nämlich, Glaspillen, okay. Wir brauchen nicht Glas. Limestone, die haben noch Cracked Sand, oder? Da haben wir noch irgendwo Sand. Haben ich noch da drin Sand? Nee, Glas. Hier? Hier? Nein. Okay. Glas? Nein, eins zu wenig, okay. Dann, Cracked Sand habe ich ja noch. Und dann mache ich da mal ein bisschen Sand draus. So, das wird theoretisch schon reichen, aber ich mach gleich nochmal eins, zwei mehr. Wir müssen echt draußen irgendwo Sand abbauen, weil das hier so Sand herstellen, das ist ja eine richtige Qual. So, dann einmal hier Fiberglas nehmen, Sand brennen. Dann können wir uns gleich schon eine Red Dot Visier machen. Das ist auch ziemlich nice. So, das Visier. So. Hä, was fehlt jetzt noch? Ach, Glas. Die Glaspaneele. So, jetzt aber ein Red Dot Visier. Nice, nice, nice. Gut, dann Gun Modification Table. Ziehen wir die Waffe hier mal rein. Und so. Dann hier die P90 mit dem Red Dot Sight. Nice. Das ist doch mal richtig nice. Tja. Würde jetzt interessieren. Oh nein. Oh, hier ist mir losgeschossen. Okay.
Kann man das auch wieder runternehmen? Jo, kann man. Und jetzt gucke ich mal, ob man das auch auf meine MP5 packen kann. Und... Jo, nice. Alter, da mache ich mir, glaube ich... Jo, ich mache mir für die auch nochmal ein Red Dot Visier. Nice, okay. Und für die andere mache ich mir auch nochmal eins. So. Dann hier meine M14A1. Die bekommt auch nochmal ein Visier drauf. Wahrscheinlich geht's mit der jetzt nicht. Alter, nice. Was für Skins mit der. Okay. Gut, und hier habe ich eine M14 mit Red Dot Sight. Richtig, richtig nice. Okay. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, damit wir mal langsam dran denken können, müssen, den guten Sabadavi anzugreifen. So, P90. Die P90 hat jetzt gerade noch keins drauf. Ein Red Dot Sight. Okay. Gut. Wir haben alle Red Dot. Sehr gut. Alter, bei uns läuft jetzt derzeit, aber wenn der gerade mal 15 Minuten später angegriffen hätte, das wäre halt einfach nice gewesen. Dann hätte ich den mit meiner neuen Waffe gleich wegschätzen können. So, ich brauche auf jeden Fall hier von der P90 mal ein paar Magazine. Da brauche ich auch noch Fiberglass. Oh, da habe ich nur noch 6. Oh. Lay. Sand habe ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Nee, schade, okay. Gut, dann kann ich mir hier gerade kein weiteres Magazin dafür machen. Tue ich erstmal die M16 zurück. Dann muss ich halt mal hier aus dem... Wo ich den letzten Bucket? Hier. Da muss ich jetzt halt gerade leider mal aus dem Cracked Sand hier den ganzen Stüssel machen. Da mache ich mir gerade kurz noch 2 Eimer oder so. Iron. Hier, 99 nur noch. Okay. So, dann kann man nämlich immer 4 auf einmal machen. Das ist auch mal nice. So. Hey, hallo. Ich will jetzt die Munition nicht verschwenden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss. Nein. Oh Gott. Tust du mir noch was? Alter, was war das denn jetzt? Warum sind jetzt alle plötzlich reingekommen? So, okay. Das war ein bisschen creepy, würde ich jetzt mal sagen. So. Aber die Waffe, die ist nice. Die ist nice. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber ich finde die nice. So. Hier mal. Sand Production. Und noch das letzte Mal. So. Das geht aber auch gut. Dann würde ich jetzt sagen, damit er schon fast nächste Folge. Na gut, das kann man, da kann ich durchschießen. Damit wir jetzt schon fast nächste Folge. Damit wir nächste Folge schon eventuell den Sabadavi angreifen und sich Sachen zurückholen. Und dafür muss ich jetzt nochmal schnell die ganzen Sachen brennen. So. Hiervon hat gute Energie gerade. Okay.
Gut. Dann glaube ich, Fiberglas. Dann war schon ein bisschen Iron. Dann brauche ich noch ein bisschen Gunpowder. Habe ich noch? Habe ich noch? Okay, dann mache ich mir auf jeden Fall mal. M16 oder P90? Das ist natürlich auch nice. Die ist halt schon krass, ne? Ich glaube, ich mache mir ein Magazin davon. So. Dann nochmal. Dann mache ich am besten mal hier zwei davon. Oh Gott, ich muss auf die Zeit achten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Total verpennt. So. Dann habe ich jetzt mal zwei davon gemacht und dann mache ich mir hiervon nochmal. Joa, nochmal ein paar. So. Gut. Ich werde aber dann mit den beiden Waffen hingehen. Zum guten Sabadabi. Mal kurz vorbeischauen, wie es dem so geht. Ich werde ja vorher noch eine Rüstung craften. Das mache ich dann am besten nächste Folge. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder gut ausgerüstet. Und eventuell so ein bisschen gewappnet gegen seine Schüsse. Und mal schauen, ob wir die Sachen zurückholen können. Wäre natürlich gut. Und ja, wir sagen bis dahin, macht's gut, euer Waffenmeister. Und Daumen nach oben nicht vergessen, ne? Macht's gut, euer Waffenmeister und ciao, ciao.